kündigt und neue Sanktionen gegen das Land verhängt. Auf dem Tempelberg in Jerusalem hat es Zusammenstöße zwischen Palästinensern und der israelischen Polizei gegeben. Die Unruhen brachen aus, als die Polizei jüdischen Gruppen trotz der üblichen Ramadan-Sperre den Zugang zum Plateau gestattete. Der Tempelberg mit dem Felsendom und der Al-Aqsa-Moschee ist Juden und Muslimen heilig. Ruderer Oliver Zeitler hat bei der Europameisterschaft in der Schweiz das Einerrennen.